So, wir sind jetzt bei Ibanez und sehen mal wieder was sehr Cooles. Was ist das für ein Material? Ist das Acryl oder was habt ihr da verwendet? Ja, das ist so Kunstharz oder Epoxy. Genau. Das ist ja aus dem Custom Shop, da ist ja auch der Sugi dahinter. Und das ist eines unserer exklusiven Modelle, die wir für den Summit extra haben machen lassen. Das heißt, wir haben uns schon die letzten Jahre überlegt, hey, es wäre mal cool, wenn wir mal was haben, was man noch nicht gesehen hat, gerade für so eine mittlerweile ja doch sehr wichtige Messe in Europa. Und haben uns gedacht, hey, was Cooleres kann es geben, als wenn wir ein paar Custom Shop Modelle vorbeibringen. Ne? Und das hier ist ein ganz besonders schönes Modell, weil das besteht aus einem massiven Block hawaiianischem Koa, dann dem transparenten Kunstharz. Und das ist halt eines unserer wunderschönen Custom-Modelle, eins von fünf, die wir hier haben. Vor allem cool, dass ihr so rau gelassen habt hier, ne? So jeder Ast ist zu sehen, sehr cool. Echt ohne Scheiße, egal, abgefahren. Ja, und der Custom-Shop, der ist halt bei uns in der Lage, halt ganz verschiedene Kreationen zu machen, die man jetzt von Ibanez vielleicht nicht so erwartet oder auch einfach mal was Neues auszuprobieren, wie verrückte Finishes, die dann vielleicht ein oder zwei Jahre später sogar in die Serienproduktion schaffen. Ja, und das ist natürlich sehr, sehr schön. Und die sind preislich natürlich auch in der obersten Liga angesiedelt, aber das ist dann so die letzten 5% auch an, ich sag mal, meisterhafter Fertigung, wo ich dann sage, das ist dann, wenn ich ein absolut hingabevoller Gitarrist bin oder ein totaler Ibanez-Fan, dann ist das so der heilige Graal. Ich meine, sowas kriegst du ja nicht alle Tage. Richtig, also das genau. Ist ja special. Von daher. Ja, und das Besondere ist ja genau, das sind alles One-Offs. Das heißt, die gibt es genau einmal auf dieser schönen Erde. Und dann hast du halt die Wahl, ob du dann sowas hast oder ob du eher was nimmst, was den Herbst einläutet, wie dieses Modell hier. Eine klassische HSH-Konfiguration. Und die kommen halt auch mit vielen kleinen Details. Die ihr ja gerade in der Kamera habt, ja, zum Beispiel so Jesker Evo Gold Bünde. Das sind halt absolut harte und auch optisch sehr, sehr hübsche Bünde, die nicht so grell sind wie Edelstahlbünde, aber dafür härter als Nickel. Und so feine Details sind es dann. Oder auch die eingelassenen Knobs, die wir haben bei den Modellen. Das sind halt echt schöne Details, die dann so den kleinen Unterschied machen. Ne? Von einem normalen, sag ich mal, Prestige-Modell hin zu einem Custom-Shop-Modell. Ja, und wenn ihr über den Stand schaut, werdet ihr noch viele andere Modelle sehen. Ich freue mich sehr, dass wir mal nach 2 Jahren Pause einen schönen Querschnitt über unsere ganzen Angebote von Einsteigermodell bis High-End-Akustik irgendwie alles anbieten können. Geil. Ja, wie gesagt, mal was anderes. Finde ich sehr, sehr gut, wenn mal was Neues kommt. Schön, schön. Geil. Viel Spaß noch.